viele von Ihnen, und dieses Zitat habe ich gerade eben erst für Sie rausgesucht, lieber Batson Brock, viele von Ihnen kennen das berühmteste und kürzeste Gedicht Ungarettis. 1917 geschrieben, Sie wissen jetzt schon, welches es ist, ich möchte es trotzdem vorlesen. Ein Gedicht, mit dem Melusine Huss als Buchhändlerin hier in Frankfurt immer wieder ihre Gäste begrüßte. Und so möchte ich Sie heute, Sie alle, mit diesem kleinen Gedicht begrüßen. Matina, Milumino, Dimenso. Und es wurde wunderbar übersetzt 1961 von Ingeborg Bachmann. Morgen, ich erleuchte mich durch Unermessliches. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, die Frage ist, ob man dem gewachsen sein kann, was Sie da vorgegeben haben. Aber ich gebe mir Mühe. Begrüße Sie alle als Stifter der Öffentlichkeit, also als Publikum. Wir müssen uns daran erinnern, dass die europäische Geschichte seit der Antike durch diese Tatsache bestimmt ist, dass Öffentlichkeit ausschließlich dadurch zustande kommt, dass eine Gruppe von Menschen sich versammelt, fokussiert auf jemanden, der vor ihnen steht, und etwas sagt, was sie alle als ihrerseits interessant für ihre eigene Lebensbewältigung empfinden. Publikum zu sein im Hinblick auf zwei Grundformen, die 1711 und 1712 in den ersten Gründungen von Tageszeitungen in England Einzug behalten haben. Spectator, das heißt Publikum als diejenigen, die mit Aufmerksamkeit, vielleicht sogar mit einer gewissen Art von, wie kann man sagen, Sehnsucht nach den Katastrophen, den Anreizen auf das Nervensystem, gaffend die Ereignisse kommentieren. Die sehen heute als die Autobahngaffer bei Verkehrsunfällen bekannt. Die wurden mit dem Titel Spectator ausgestattet. Der erste Titel hieß Spectator, also im Luhmannschen Sinne Beobachtung erster Ordnung. Darauf folgt die Beobachtung zweiter Ordnung, nämlich die Einordnung dessen, was dort geschieht. Wenn Leute gaffend ein Ereignis zum Öffentlichen machen, weil sie gemeinsam es in Fokus nehmen. Und das hieß Observer. Das heißt, diejenigen, die beobachten, wie der normale Mensch, getrieben von seinem Impulsgeschehen, sich auf Ereignisse möglichst blutig und spektakulär ausrichtet. Also die Beobachtung der Beobachter. In diesen Positionen bewegen wir uns heute, wenn wir als Leitmotiv Bruegels, wie kann man sagen, bekannteste Motivvariation in Erinnerung rufen, nämlich den Blindenstoß. Sie müssen sich vorstellen, kurz vor seinem Tode, er ist 1569 gestorben, kurz vor seinem Tode als Summe seiner humanistischen Studien ikonografisch fixiert. Sie sehen, bezogen auf die Tatsache, dass die christliche Kirche als leitgebende Instanz für die Zeitgenossen als Blinden nicht mehr in Frage kommen. Blind sind alle, die nicht sich an der christlichen Theologie orientieren, sondern eben im Sinne der Humanisten einen eigenen Weg zu gehen versuchen und dabei sich wechselseitig unterstützen in der angenommenen Sicherheit, den Weg dadurch zu finden, dass sie anderen folgen. Dieses den anderen folgen, die Gäste der Parteilichkeit, der Zuordnbarkeit, auch der Integration in den sozialen Körper ist ja für jeden Menschen sehr verführerisch. Das trainiert man als Kleinkind, das ohne diese Fähigkeit nicht überlebensfähig wäre. Und es ist die Karriere, natürliche Karriere eines jeden Menschen, seine Sozialpartizipation auf diesem Bilde wiedergegeben zu sehen. Hier ganz rechts oben in dem Sumpfgeschehen können Sie erahnen, was 70 Jahre vorher Hieronymus Bosch im Hinblick auf die innerpsychischen Bewegtheiten dieser Menschen dargestellt hat.
Bosch, erinnern Sie, als die fabelhafte Darstellung der psychischen Dynamiken, die innerhalb der Vorgaben für die Humanisten nicht wie bei Freud dann um 1900 als eine Art von skandalöser Denunziation verstanden wurden, sondern tatsächlich als eine Hellung. Bosch war durchaus im Einvernehmen mit der Theologie gestartet, was man bei Freud natürlich nicht sagen kann, der dasselbe Motiv dann um 1900 den Dichtern und zeitgenössischen Intellektuellen vorführt. Blindensturz als das Leitmotiv für jedermann, der darauf Anspruch erhebt, vor anderen aufzutreten, die durch ihre Anwesenheit eben die Öffentlichkeit konstituieren. Und sich in der Öffentlichkeit zu manifestieren, heißt immer eine Distanz zwischen Akteur und dem Publikum herzustellen. Das heißt, nicht das, was in der Öffentlichkeit geschieht, ist das öffentlich Verhandelte, sondern die Verhandlung der Wahrnehmenden in ihrer Orientierung auf das Ereignis ist die Öffentlichkeit. Das, was geschieht, spielt in der Öffentlichkeit gar keine Rolle. Was Sie auch sehen können, ist beliebig austauschbar, ob es Ehekräche sind oder Manifestationen von irgendwelchen privatgierigen Aneignungen oder politischen Diskriminierung oder was immer, spielt gar keine Rolle. Es kommt auf die Verhandlung innerhalb der Öffentlichkeit, das heißt der Gemeinschaft, derer an, die ein Publikum bilden. Res publica ist Ihnen ja noch bekannt als römische Begründung des gesamten Systems selbstreflexiver Wahrnehmung. Das heißt selbstreflexiv, also sich selbst in der Aktivität zum Gegenstand der Betrachtung machen, also nicht das andere betrachten, sondern sich selbst in der Betrachtung zu betrachten. Und dafür gibt es ja heute hausfrauliche Anleitungen, die viel präziser sind als alles, was die Philosophen bieten. Wenn Sie Selbstbezüglichkeit als die zentrale Kategorie annehmen, die also sämtliche Soziologen, nicht nur die von Luhmann infizierten, befragen auf ihre Haltungen, dann ist es ja immer das Gleiche. Die reflexive Moderne hat das jemand in München genannt, um das programmatisch auszusetzen. Aber eigentlich ist es nichts anderes als die überlegene Philosophie der Hausfrau. Selbstbezüglichkeit. Und für jemanden wie mich, der antike Lehrtradition folgt, ist es klar, dass man im alltäglich Allgemeinen das Anspruchsvolle erst in seiner Bedeutung erkennen kann. In diesem Falle fragen Sie die Hausfrauen aufgrund ihrer Tätigkeit, nicht aufgrund ihres sozialen Status, aufgrund ihrer Tätigkeit, um entscheidende Kategorien zu erschließen. Und dann werden Sie hören, was sie Ihnen sagen. Normalerweise verwenden wir eine Bürste, um den Dreck aus den Haaren oder den Dreck aus der Kleidung zu entfernen. Bei der Entfernung des Drecks aus der Kleidung und den Haaren werden die Bürsten selber dreckig. Und jede philosophisch gebildete Hausfrau benutzt eine zweite Bürste, um die erste Bürste zu bürsten. Und das Wunder der Reflexivität ist, am Ende sind beide Bürsten sauber. Dann haben Sie das sprechendste Bild für alles das, was wir veranstalten können, um uns mit Vernunft auf unsere eigene Tätigkeit verlassen zu können. Und nicht nur aus Selbstüberschätzung und Glauben an unsere Angeschlossenheit an irgendwelche imaginären oder auch magischen Systeme. Ich habe Ihnen einen kleinen Vorschlag vorgelegt, der heißt Icarus, komm heraus, haben Sie es bekommen? Jeder hat ja so etwas in der Hand, weil wir ja von dieser Vorstellung ausgehend etwas auf Dauer Gelegtes in Frankfurt wieder begründen wollen, angesichts der Tradition, die einmal durch Billy Vollhardt, durch Lüdersen, durch Brackert und dem bei der Buchhandlung Huss in Bockenheim gestartet wurde. Das war die ganzen 60er, 70er Jahre über. Und das kann man jetzt vielleicht hier wieder erneuern durch den Hinweis darauf, dass sich hier jemand bereit gefunden hat, in dieser Tradition von Frau Huss weiterzuarbeiten, nämlich die Buchhandlung Weltenleser, Öderweg Nummer 40. Und da werden wir zweimal monatlich ab März in dieser Tradition Angebote an das Publikum machen. Um herauszufinden, was überhaupt der Anknüpfungspunkt sein könnte für ein solches Publikum, das heißt für die Stifter von Öffentlichkeit, angesichts von Privatleuten vorgetragener Themen, ist dieses kleine Manifest, hier ist es
Ihnen ausgehändigt worden. Es geht nämlich von der Frage aus, dass wir kurioserweise für unsere Weltverhältnisse der Gegenwart, politisch, sozial, international oder europäisch, das Eingeständnis nicht vermeiden können, dass für die Beurteilung die Gesichtspunkte, die innerhalb der Kunst entwickelt wurden, überhaupt keine Rolle spielen. Viele Zeitgenossen irritiert die völlige Bedeutungslosigkeit von Arbeiten aus dem Kunstbereich für die Orientierung auf die gegenwärtig dramatisch sich zuspitzende Weltlage. Was ist da passiert? Wieso benutzt niemand innerhalb der Diskussion radikaler heute Herausforderung der Menschheit irgendeine Kategorie, Begriffsgebäude oder auch bildliches Anschauungsmaterial, das nützlich wäre, um zu erschließen, was die gegenwärtige Konfrontation von uns fordert. Die Konfrontation mit den Vorgaben, dass die Weltgeschichte sich eben nicht um das bekümmert, was wir als Fortschritt empfinden wollen, was wir als eine Art von ständiger Fähigkeit zum Wandel sehen wollen, was wir zu einer Art von Garantie unserer Eigenmächtigkeit als Beweis unserer eigenen Lebendigkeit und ihrer Einflussfähigkeit nutzen wollen. Und das soll unser heutiges Thema sein. In der Frage darf es etwas mehr sein als das, was bisher geschah. Was geschah bisher? Das heißt, am 18. November, glaube ich, war es hier, 18. November oder so, ähnlich. Ich hatte dargestellt, wie gegenwärtig die kulturalistischen Orientierungen, das heißt alle kulturell kollektiven getroffenen Entscheidungen, die politische, soziale Szene dominieren. Es gibt überhaupt keinerlei Möglichkeit. Hauptdiskussionspunkt war voriges Jahr die Documenta. Und ich hatte dazu ja viele Statements abgegeben. Einige davon haben sich auch sehr weit durchgesetzt. Eben gerade auf dieses Motiv verwiesen. Die Documenta-Macher verstanden die Documenta nicht mehr als eine Kunstveranstaltung, sondern als eine Kulturveranstaltung. Die Grundlage dafür ist, dass Kultur getragen wird durch die Kollektiventscheidungen von Gremien. Ob es nun Berufungsgremien sind oder die Parteigremien sind, ob es die Gewerkschaften sind oder Regierungskommissionen sind, ob es die Parlamente sind etc. Jedenfalls geht es immer um die Durchsetzung der Entscheidung von Kollektiven, die ihre Autorität ja gerade aus dem begründeten Zusammenhang der Kollektivität beziehen. In der Kunstsphäre aber ist seit 1400 klar, dass merkwürdigerweise die Geschichte Europas angetrieben wurde durch die Beschlüsse, die Individuen getroffen haben, die sich auf nichts anderes als auf die Autorität ihrer eigenen Autorschaft berufen. Nicht Legitimation, Promotion, Approbation etc. durch kollektive Zustimmung, sondern ausschließlich aus der eigenen Autorschaft. Hinter uns steht kein Volk, keine Bank, kein Papst, niemand, sondern wir sind die Repräsentanten der Fähigkeit, Autoren zu sein. Weil lateinisch Autorschaft und Autoritas dasselbe Wort waren, kam man dann zu der Schlussfolgerung ab 1400, Autorität durch Autorschaft heißt Autorität durch das, was ein Individuum als sein Weltverhältnis anderen mitteilt. Und die Frage war, wieso sollen wir uns darum kümmern, die Kulturen beispielsweise darum kümmern, was einzelne Menschen für merkwürdige Auffassungen gegenüber der Wirklichkeit im politischen, sozialen, wie auch immer haben. Die Antwort hieß seit 1400 etwas sehr Sensationelles, was gegenwärtig in Frage gestellt wird. Durch die KI, Artificial Ignorance, ja, heißt das. Nicht künstliche Intelligenz, sondern Artificial Ignorance. AI, Artificial Ignorance, die natürliche Art der Dummheit, auf der dieses System basiert. Die Antwort ab 1400, und das ist eine Welteinmaligkeit gewesen, die hat es vorher weder bei den Griechen und Römern, Hethitern, Kretern, Ägyptern, Persern, China, Indien je gegeben, war: Natürlich anerkennen wir die Überlegenheit der Entscheidung von Kollektiven. Das ist ganz natürlich, dass 1000 Leute, die in einem Kollektiventscheid ihre Meinung deponiert haben, beigetragen haben für die Kollektiventscheidung, intelligenter sein müssen, belesener sein müssen, umfassender orientiert sein müssen als ein Individuum.
Aber was nützt den Kulturen das kulturell angehäufte Wissen in Bibliotheken? Das Beispiel für die Antwort diese Frage ist der medizinische Bereich gewesen, vor dem der Chirurg. Es nützt ihnen gar nichts. Kulturen sind blind, Kulturen sind hoffnungslos ihren eigenen Entscheidungen ausgeliefert im Sinne der Verweigerung von Zurechenbarkeiten, also vornehmlich von Verantwortlichkeit. Ein Kollektiv ist ja niemals verantwortlich zu machen. Es ist ja juristisch ein lange diskutiertes Problem. Bis heute gibt es dafür keine Antwort. Es nützt den Kulturen gar nichts. Diese Überlegenheit der Anhäufung von Wissen, gespeichert in Bibliotheken und sonst in Archiven der Kulturen, zu besitzen, wenn nicht Individuen, wie zum Beispiel Ärzte, in der Lage sind, im konkreten Fall an der Tabula am Operationstisch sich auf das zu beziehen, was kollektiv gesichert als Wissen vorhanden ist, aber vermittelt ihre eigene individuelle Fähigkeit, darauf zu reagieren. Das heißt, der Chirurg kann nicht am OP-Tisch darauf verweisen, dass das wahre Wissen über den medizinischen Fall irgendwo objektiv gespeichert ist. Der Patient möge sich doch gefälligst an diese Sphäre halten, sondern ausschließlich an das, was er selber kann. Das heißt, das objektive Wissen wird vermittelt über das Individuum. Weshalb dann ab 1400 notwendigerweise alle, vor allen Dingen die Stadtväter von Florenz als erste, aber dann alle humanistisch geprägten Städte, unter dem Einfluss der Emigration aus Konstantinopel, die ab 1430er Jahre eine Zentralkonferenz in Florenz abhalten sollten, die dann also durch den Ausbruch der Pest und durch verschiedene andere Schwierigkeiten nur partiell oder informell Wirksamkeit erzielen konnten, bearbeitet wurden. Nämlich die Vermittlung des kollektiv sanktionierten, überlegenen Wissens durch die Anwendung, die immer nur auf die einzelnen Akteure als Individuen, Handelindividuen hin fruchtbar gemacht werden können. Genau das ist gegenwärtig in Gefahr, denn wenn Sie einen Operationsautomaten programmieren, dann kann in dieser Programmation alles eingehen, was objektiv als Wissen über bestimmte medizinische Sachverhalte vorhanden ist. Es wird nicht mehr vermittelt über die individuelle Fähigkeit eines Chirurgen, sondern es ist objektiv auf der Ebene der repräsentierten Wissensansammlungen der Archive das OP-Programm gestaltet. Natürlich auch wieder mit dem Hinweis darauf, dass es dann keinerlei Verantwortlichkeiten mehr gibt. Und diese Tatsache würde dann bedeuten, dass das ganze humanistische Konzept der Vermittlung, notwendige Vermittlung der Individuen an das objektiv-kulturalistisch-kollektive Wissen wegfällt. Die heutige Situation heißt also, es ist nicht mehr nötig, sich der Individuen zu bedienen, wie es die Stadtväter ab 1412 in Florenz initiiert haben, gerade weil sie selber ohnmächtig sind, keine Bankvertreter, Papstvertreter, Bischofsvertreter etc. sind, sondern ausschließlich als Autoritäten durch Autorschaft auftreten. Diese Vermittlungsinstanz, oder kann man sagen, diese kritische Instanz der Bewertbarkeit dessen, was kollektiv an Weltwissen zusammengetragen wurde, ist hinfällig. Das bedeutet, dass die Konzepte der Ägypter, der Chinesen, der Inder, der Perser weit moderner sind als die Konzepte der Europäer, die ja tatsächlich auf diese Ausprägung der Individualität zur Vermittlung des Kollektivwissens angewiesen waren bzw. davon gelebt haben. Bis heute werden die Nobelpreise an einzelne Personen vergeben, obwohl jeder weiß, so ein Forschungsbetrieb in der kleinteiligen Physik oder Chemie oder Medizin kann gar nicht mehr von einem einzelnen Menschen betrieben werden. Trotzdem werden die Nobelpreise an einzelne Individuen, namentlich bekannte Individuen, dediziert und vergeben. Das ist die europäische Tradition, die heißt, alles, was objektiv vermittelt wird, wird daran gehindert, sich diktatorisch, totalitär über
alle Weltverhältnisse überzustülpen, indem es darauf angewiesen ist, von Individuen in ihren Aktionen vermittelt zu werden. Und genau das fällt jetzt aus. Triumphierend wird uns schon seit 15 Jahren, besonders uns in Wuppertal, weil wir damit enge Kontakte hatten, weil die Sonderzonenbereiche vom Herrn Deng ja alle aus Wuppertal stammten, klar, wir haben weltgeschichtlich verloren. Und daran wird sich nie wieder etwas ändern lassen. Die Frage ist dann, was folgt daraus? Die entscheidende Fragestellung im Hinblick auf unser Generalproblem wird dann also heißen, wie weitgehend sind die Positionen der Autorität durch Autorschaft, also der Künstler, der Musiker etc., überhaupt noch heute wahrnehmbar, nicht nur in Bezug auf bestimmte wirtschaftliche Verwertbarkeiten oder politische Nutzbarkeiten, Unterhaltungsattraktivität herzustellen, das Publikum zu unterhalten etc., sondern im Hinblick auf das Selbstbewusstsein der Akteure, also der Künstler und Einzelwissenschaftler selber. Wissenschaftler und Künstler waren diejenigen, die zum ersten Mal ab 1400 begrifflich genannt wird. Es gibt vorher keinen Begriff, im Griechischen gibt es keinen Begriff, im Lateinischen gibt es keinen Begriff, im Ägyptischen, Hethitischen oder wo auch immer gibt es keinen Begriff von Künstler und Kunst. Techne heißt eben keineswegs, in unserem Sinne künstlerische Tätigkeit. Übrigens, die Brinkmanns hier in Frankfurt, Leiter des Liebighauses, gehören ja zu den wichtigsten Adressaten für diese Art von Auseinandersetzung. Da können Sie jetzt noch mal erleben, was eigentlich im Griechischen Techne hieß und welche Wirksamkeit das entwickelt hat im Laufe der Geschichte. Ich habe leider jetzt gehört, dass die Ausstellung nur noch bis Sonntag zu sehen ist. Also gehen Sie noch mal hin und orientieren sich noch mal auf das, was wirklich in der gesamten Antike und der gesamten Welt, auf die wir uns als Humanisten beziehen, eben analog zum heutigen Begriff der Kunst verwendet wurde, aber etwas völlig anderes meinte als Kunst. Ars im Lateinischen heißt nichts anderes als die Fähigkeit, einen Auftrag regelgemäß State of the Art zu realisieren, sonst gar nichts. Von Kunst ist da keine Rede, von Künstlern ist recht nicht. Das gibt es erst seit 1400, seit dem Streit um die Gestaltung der Domtüren im Baptisterium in Florenz. Da ging es ja um das zentrale Motiv der Ableitung, nämlich der erste Faschist der Weltgeschichte, das ist heute wieder ein Zentralthema, der erste totalitäre Regent ist Abraham. Warum? Weil Abraham in der Lage war, aus angeblichem Gottesgehorsam sogar das ihm Wichtigste und Liebste, seinen eigenen Sohn zu opfern. Das definiert den Faschismus. Abraham war der erste Faschist und ist der Gründervater, sowohl für die Juden, für die Christen wie für die Moslems. Wobei die Moslems die intelligenteste aller Lösungen gefunden haben, weil der erste Sohn, Stammesideologien entsprechend, der wirkliche Erbe nicht der Frau von Abraham, der ersten Frau geboren wurde, sondern von deren Magd. Und diese Magd war eine Araberin, die dann als die stammesälteste Frau Sarah von Abraham selber nochmal schwanger wurde und einen Sohn gebar, Abraham veranlasste, die Stammesethik zu durchbrechen und den Erstgeborenen dem Tode auszuliefern, indem er sie, die Mutter und ihn mit einem Ziesensack voll Wasser, der höchstens 3 Tage reichte, in die Wüste schickte, mit den sicheren Aussichten, dass die beiden ausgelöscht werden aus der weltgeschichtlichen Hierarchie der Begründung von Ansprüchen auf Herrschaft. Von da ab gibt es eine unglaubliche Kette von einem Verbrechen nach dem anderen. Vielen Leuten sind heute noch so Reste bekannt wie Esau, Täuschung des Vaters im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der erhobenen Nachfolgeansprüche. Aber die Kette zieht sich durch. Die Frage ist, was bedeutet es, dass nur die Moslems verstanden hatten, die Rechtmäßigkeit der Erbfolgen herzustellen, indem sie auf den Erstgeborenen im Tode geweihten, aber von Gott dann selbst in Gestalt des Erzengels geretteten,
zum Stammvater der Moslems zu machen. Während alle anderen Juden und Christen gegenüber dieser Position der Rechtmäßigkeit, der Glaubwürdigkeit längst verloren haben. Da ist nichts mehr zu machen. Je mehr die historische Forschung diesen Sachverhalt detailliert dargestellt hat, philologisch natürlich zunächst mal angefochten, umso triumphaler die Gewissheit der Moslems, die einzig sinnvolle Konsequenz aus diesem abrahamitischen Gründungsgeschehen gezogen zu haben. Wir haben hier im Verweis auf die so prominent dargestellte Kirche als Institution der Leitung unter diesem Gesichtspunkt den Hinweis darauf, dass sich daraus nur der Blindensturz ergibt. Es ist also nicht so, dass wer abgekehrt von der christlichen Kirche seinen Weg als Humanist versucht, landet als Blinder unter Blinden in der Grube, sondern gerade durch die Orientierung auf die christliche Führerschaft wird man europäisch gesehen in der Grube der Geschichte verschwinden. Und das ist heute gegenwärtig der Fall. Wir haben das ganze Motiv anders begründet, sinnvollerweise eben nicht nur als bloße Verhandlung von Schuldvorwürfen, sondern als innere, inhärente Logiken des künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit selber. Niemand hat das so präzise dargestellt wie Thomas Mann. Wir können das dann jetzt mal einspielen im Dr. Faustus, Kapitel 25, in der Darstellung des Gesprächs von Adrian Leverkühn mit dem Teufel. Mal kurz reinhören. Sie hatten es ja eben schon drin. Also die Intelligenz des Ansatzes von Thomas Mann, hier aus direkter Übernahme der Diskussion mit Adorno, der in dieser Position Nummer zwei, der zweite Teufel ist Adorno, wortwörtlich eingebaut. Ja, da jetzt den Ton. Die Kunst. Eine Wallfahrt. Was ist heute die Kunst? Eine Wallfahrt auf Erbsen. Mehr zum Tanz heutzutage als ein Rotpaar. Etwas lauter. Und du bist nicht allein, den der Teufel betrübt. Sieh sie dir an, deine Kollegen. Ich weiß wohl, du siehst sie nicht an. Du siehst nicht nach ihnen hin. Du pflegst die Illusion des Alleinseins und willst alles für dich, allen Fluch der Zeit. Aber sieh sie zum Troste doch an, die Mitinauguratoren der neuen Musik. Ich meine die Ehrlichen, die Ernsten, die die Konsequenzen der Lage ziehen. Ich rede nicht von den folkloristischen und neoklassischen Asylisten, deren Modernität darin besteht, dass sie sich den musikalischen Ausbruch verbieten und mit mehr oder weniger Würde das Stilkleid vor individualistischer Zeiten tragen. Reden sich und anderen ein, das Langweilige sei interessant geworden, weil das Interessante angefangen hat, langweilig zu werden. Ich musste lachen, denn obschon die Kälte fortfuhr, mir zuzusetzen, muss ich gestehen, dass mir seit seiner Veränderung in seiner Gesellschaft wohler geworden war. Er lächelte mit, nur indem seine geschlossenen Mundwinkel sich fester strafften, wobei er ein wenig die Augen schloss. Ohnmächtig sind sie auch, fuhr er fort. Aber ich glaube, du und ich ziehen die achtbare Ohnmacht derer vor, die es verschmähen, die allgemeine Erkrankung unter würdigem Mummschanz zu heilen. Allgemein aber ist die Krankheit. Und die Redlichen stellen an sich so gut wie an den Rückbildlern ihre Symptome fest. Droht nicht, die Produktion auszugehen? Und was an Ernstzunehmendem noch zu Papier kommt, zeugt von Mühsal und Unlust. Äußere gesellschaftliche Gründe, Mangel an Nachfrage und wie in der vorliberalen Ära hängt die Möglichkeit der Produktion weithin vom Zufall der Mäzenatengunst ab? Richtig, aber als Erklärung genügt's nicht. Das Komponieren selbst ist zu schwer geworden.
verzweifelt schwer. Wo Werk sich nicht mehr mit Echtheit verträgt. Wie will einer arbeiten? Aber so steht es, mein Freund. Das Meisterwerk, das in sich ruhende Gebilde, gehört der traditionellen Kunst an. Die Emanzipierte verneint es. Die Sache fängt damit an, dass euch beileibe nicht das Verfügungsrecht zukommt über alle jemals verwendeten Tonkombinationen. Unmöglich der verminderte Septimakkord, unmöglich gewisse chromatische Durchgangsnoten. Jeder Bessere trägt in sich einen Kanon des Verbotenen, des sich Verbietenden, der nachgerade die Mittel der Tonalität, also aller traditionellen Musik, umfasst. Was falsch, was verbrauchtes Klischee geworden? Der Kanon bestimmt es. Tonale Klänge, drei Klänge in einer Komposition mit dem technischen Horizont von heute überbieten jede Dissonanz. Als solche allenfalls sind sie zu brauchen, aber behutsam und nur in Extremis, denn der Schock ist ärger als früher der bitterste Missklang. Auf dem technischen Horizont kommt alles an. Der verminderte Septimakkord ist richtig und voller Ausdruck am Anfang von Opus 111. Er entspricht Beethovens technischem Gesamtniveau, nicht wahr? Der Spannung zwischen der äußersten ihm möglichen Dissonanz und der Konsonanz. Das Prinzip der Tonalität und seine Dynamik verleiht dem Akkord sein spezifisches Gewicht. Er hat es verloren durch einen historischen Prozess, den niemand umkehrt. Er hat es verloren durch einen historischen Prozess, den niemand mehr umkehrt. Was ist die Kunst heute? Eine Wallfahrt auf Erbsen. Das bezieht sich natürlich auf die Prozession. Parallel zum Kapitol läuft der Weg zur Arapazis in Rom, also direkt nebeneinander. Hier haben Sie die antikrömische, von Michelangelo dann als neu gestaltete Darstellung der humanistischen Tradition und gleich daneben, 20 Meter entfernt, die christliche auf dem Weg zur Arapazis. Und dort musste der Christ auf Erbsen, nackten Knien auf Erbsen, um den Weg zu steinig werden zu lassen, noch schmerzlicher werden zu lassen, diese 110 Stufen hinaufsteigen. Und die Prozession der Künste entspricht also dieser Art von Selbstmarterung. Alles andere ist nicht mehr möglich. Das Fazit, das hier gezogen wird im Hinblick auf die Neutönere wie auch auf alle anderen Versuche, ist ziemlich eindeutig. Wenn Sie sehen, worauf das Ganze abzielt, haben Sie einen Eindruck davon, was dieses Teufelsgespräch in drei Positionen. Die wichtigste ist Lukács am ersten und Adorno hier in der zweiten Phase. Nämlich, was verspricht denn der Teufel nun? Wenn er doch selber sagt, der historische Prozess hat dazu geführt, dass nicht erst die objektiven Ebenen des Ökonomischen, des Politischen es sich verbieten, dass die Künstler heute in Diskussion keine Rolle mehr spielen, wie eben in unserem Manifest vorausgesetzt. Für die heutige Diskussion gibt es in allen Zeitungen, die wir nachgeprüft haben, nicht ein einziges Argument, das aus der Kunstgeschichte, aus der Wissenschaft stammt. Nichts, überhaupt nichts. Als ob die Weltsituation völlig ohne das auskommt, wie es damals in früheren Zeiten ja immer gewesen ist. Die Ägypter, hochentwickelte Kultur, die Chinesen, hochentwickelte Kultur, die Perser, hochentwickelte Kultur, kamen alle ohne Kunst und Wissenschaft aus. Die Höchstentwicklung, die man sich auch vorstellen kann, einer kulturellen Entfaltung, ohne jeden Gedanken an die Autorität durch Autorschaft von Individuen. Was also ist jetzt die neue Situation? Da hat der Adorno vielleicht, ohne die Absicht zu haben, aber Thomas Mann aus seinem instinktiven Herausfiltern dessen, was unausgesprochen war, eine Schlussfolgerung gezogen, die tatsächlich das traf, was in der Zeit angesagt war. Nämlich, der Teufel verspricht die intentionale Rebarbarisierung. Denn wenn man alle diese Tendenzen, die objektiven Tendenzen hinter sich lässt, gelangt man wieder zurück zu einer Anfangssituation, in der gerade die Willkürgäste, die barbarische Totalitätsgäste die entscheidende Perspektive für die Kunst anbietet. Am Mai 1913 ist in Paris ja Sacre du Printemps von
Von Stravinsky, ja. Was habe ich gesagt? Ja gut, also Mai 13 aufgeführt worden, in der ja dieses Prinzip der intentionalen Rebarbarisierung, das ist die zentrale Kategorie für alles, was Thomas Mann je geschrieben hat. Intentionale Rebarbarisierung, die auch in der Tat das Aufschließendste ist, was zu der Situation gesagt wurde. Der Teufel verspricht, jemanden, der ihm folgt, gegen alle Traditionen des Humanismus, gegen alle Vorgaben der Ethik, welcher Begründung auch immer, christlich oder kantianisch oder wie auch immer, ein Erfolgsrezept, das alles schlägt, eben die intentionale Rebarbarisierung. Und darauf beruht der Faschismus, denn das war die Formulierung für den Faschismus, siehe Abraham. Das Wichtigste, Bedeutsamste aus Gehorsam gegenüber irgendeinem normativen System zu opfern. Und das ist der Fall, um den es sich hier handelt, nämlich, dass man keine Unterscheidung mehr zwischen dem künstlerischen Erarbeiteten und dem politischen reaktionär-faschistischen totalitären Regimen, die in der Welt von 190er Gesellschaften nur noch 18 verschont haben. Es gibt nur noch 18 Demokratien in der Welt. Der ganze Rest ist bereits totalitär faschistisch. Die Zukunft bestimmt. Und dieses sich aufgehen lassen in den objektiven Tendenzen der Rebarbarisierung durch die Künstler ist die Begründung dafür, dass sie keine Rolle mehr spielen in der Darstellung der politischen Verhältnisse. Sie sind vollkommen aufgegangen in ihnen. Was da zur Politik gesagt wird, kann man genauso gut zur Kunst sagen. Was da im Hinblick auf die fundamentalistischen Regungen des Totalitarismus gesagt wird, letztlich längst alles auf die Kunst und die Wissenschaft hin auch übertragen. So jedenfalls die Analyse von Adorno, die Thomas Mann aufgenommen hat. Kurioserweise gab es später einen Urheberrechtsstreit über die Frage, wer hat diese Idee zum ersten Mal entwickelt. Und Sie wissen, dass dann Adorno einen fulminanten Rechtsstreit angetrieben durch seine Frau vom Zaune gebrochen hat gegen Thomas Mann. Thomas Mann hat daraufhin sich bemüht gefühlt, den Roman zu schreiben, das heißt der Rechtfertigung über das Zustandekommen dieser wichtigsten Einsichten der kulturwissenschaftlich-literarisch-philosophischer Art für die Darstellung des politisch-sozialen, ökonomischen in den Jahren 1900 bis 1950. In der Tat ist der Streit ja nie beigelegt worden. Ein lächerlicher Streit, der angesichts der Tatsache, was Sie selber ausgeführt haben, spielen die Urheberrechts gar keine Rolle mehr. Es ist ja völlig sinnlos zu sagen, der Urheber des Mordes an Juden ist wer, Hitler oder ist Himmler oder wer, das bringt ja gar nichts im Hinblick auf die Tatsache, um die es da in analytischen Verständigungsbemühungen geht. Die Konsequenz aus all diesen Überlegungen, der wir uns hier bemühen, zuordnen zu bestimmten Autoren widmen wollten, war eben eine ganz andere Sicht auf die diesen Überlegungen zugrunde liegen, Auffassung von Geschichte. Denn hinter all diesen Vorstellungen steht ja die Tatsache, dass bisher man Geschichte für einen Prozess, ob nun eschatologisch, also auf ein Ziel ausgerichtet oder nicht, jedenfalls einen Prozess sah, in dem ja das Gewesene, Überkommene durch das nächste Geschehen außer Kraft gesetzt wird, überformt wird, überwältigt wird, sodass eine Neophilie entstand, das heißt eine Neuigkeitssucht, sich der Vergangenheit zu entledigen, indem man auf irgendwas Neues konzentriert war. Neophilie war das Stichwort, also eine Art von süchtiger Vermittlung des Gedankens, hier werden wir die Vergangenheit los, indem wir uns auf das Neue konzentrieren. Und das geht seit 600 Jahren und im Stichwort des Humanismus so fort. Wenn man aber die Auffassung dahinter steht, vom Geschichtsbegriff näher ansieht, so ist diese Auffassung ziemlich haltlos. Dazu gibt es verschiedenste Quellen. Ich kann Ihnen hier eine besonders empfehlen, die archäologische Moderne von Hubert Kantschik,
Stefan Rebenich und Alfred Schmidt, nicht unserem Frankfurter Schmidt, herausgeben. Antike und Antikenrezeption als Paradigma und Impuls, in der es um die Frage geht, was heißt es eigentlich, dass alle bisherigen Historiker sich bemüht hatten, die Differenzen zwischen dem Leben im 15. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert, im 4. Jahrhundert vor Christus herzustellen und ihre gesamte Sicht auf das Überwinden des jeweils Vorausgehenden durch das Nachfolgende zu konzentrieren. Obwohl ja der Tatsache nach für den gesamten Bereich der Kunst und Wissenschaft das nicht gilt. Wenn Sie ein Beispiel haben wollen, 16. Jahrhundert, Perugino, Vater und Lehrer von Raphael, Raphael, Michelangelo, Michelangelo Caravaggio. Niemand von denen hat den anderen übertrumpft, hat den anderen übertroffen, hat das obsolet werden lassen, was vorher gemacht wurde. In der Kunst gibt es keinen Gedanken der evolutionären Entwicklung, keine Entfaltung. Da ist für den Künstler die Äußerung von 7000 Jahren oder 14.000 vor Christus in der kretisch-minoischen Phase genauso interessant, formalgeschichtlich sogar noch attraktiver als das, was gerade unmittelbar ihm in der europäischen Tradition vermittelt wurde. Denken Sie an Picasso und Braque, die ab 1900 die afrikanischen Skulpturen im Musée de l'Homme in Paris studieren und von da eine grundsätzliche Neuorientierung auf das geschichtliche Denken in der Kunst erzwingen wollen. In der Kunst gibt es keinen Fortschritt, in der Kunst gibt es keinerlei Möglichkeit, eine Evolution darzustellen, im Sinne des eines entwickelt sich aus dem anderen. Aber auch das Gegenteil zu behaupten, es sei ein Staccato von selbstsetzten Positionen, bringt eigentlich nichts, sondern es muss eine Antwort darauf geben, was ist denn dieses Gegenmodell? Und die Antwort lautet, so wie das auch jetzt in der Archäologie der Moderne mit Verweis auf die Antike von Kantschik und anderen, auch hier von Frankfurt ausgehend, erarbeitet wurde, ist, dass die Geschichte nicht bestimmt wird durch das, was sich ändert, sondern die geschichtliche wirksamste Kraft, das ist, was sich nicht ändert. In keiner Hinsicht auf irgendeine Weise sich ändert. Sodass man keinerlei Ausreden treffen kann im Hinblick auf das Geschehene gegenüber dem Gewesenen, als Unfall oder als unabsichtlich oder was auch ehrenvolle Antikisierung oder was auch immer. Keinerlei Vermittlung. Warum? Weil alles auf den gleichen Basen dessen beruht, was sich nicht ändert. Das, was sich nicht ändert, nennen wir ein Gesetz. Und das Gesetz der Evolution, der Naturevolution im ersten Range, ist genau wie das Gesetz der Kulturevolution bestimmbar. Jeder kennt es, jeder kann es für sich produktiv werden lassen. Das gilt für die Kultur und genauso für die Natur, denn die Kultur ist ja nur der Natur des sozial verpflichteten Menschen entsprechend von denselben Gesetzmäßigkeiten beherrscht. Mit anderen Worten, man muss sich umorientieren, um zu verstehen, was jetzt vor sich geht. Wenn man nicht den Strudel der Selbstüberbietung bis ins Ende folgen will, sinnloser Art der Entfaltung von Neuigkeiten gegenüber dem, was vorher gar nicht mehr bestimmbar wird, also auch sinnlos in sich ist, weil das Neueste, Neueste nicht auf etwas Altes bezieht, sondern nur auf das Neueste von gestern, keinerlei Möglichkeiten bietet. Und zwar der Orientierung auf das, was zählt. Was zählt, ist die langsame wissenschaftliche wie humanistisch-künstlerische Herausarbeitung der Gesetze, denen das Weltgeschehen gehorchen muss. In erster Linie eben die Naturgesetze. Der Gründervater der modernen Wissenschaft, Francis Bacon, hat am Anfang definitiv festgesetzt, Natura non nisi parendo vincitur, das heißt, mit der Natur werden wir nur fertig im Hinblick auf unseren Nutzen, ihr gegenüber zur Geltung zu bringen, indem wir ihren Gesetzen folgen. Natura non nisi parendo. Auf keinem anderen Wege als dem Gehorsam gegenüber den Gesetzen der Natur. Sonst sind wir verloren. Heute weiß jeder Mensch in der Diskussion von Umweltveränderung durch Klimaschäden etc., was das bedeutet. Nur wer sich den Gesetzen der Natur unterwirft, hat eine Chance, in ihnen sinnvoll überleben zu können. Das heißt sinnvoll also in der Behauptung von so etwas wie
ewiger Wiederkehr, das war die Nietzsche-Formulierung, oder der Garantien von Bleibenden im Sinne der humanistischen Stiftung, von Museen oder wie auch immer gedacht. Mit anderen Worten, wir müssen uns dazu bestimmen, ausgehend von der Kunst- und Wissenschaftspraxis, Geschichte nicht mehr unter der tyrannischen Diktatur der Forderung nach dem immer sich weiterentwickelnden Neuen zu sehen, sondern ausschließlich dem entsprechend zu würdigen, was sich eben nicht ändert. In der Kunstgeschichte ist ein Paradebeispiel dafür die Arbeit von Abi Warburg. Hartmut Böhme hat in einem Band Fetischismus und Kultur auf sehr wunderbare Weise die Biografie von Böhme nachgezeichnet, von Warburg nachgezeichnet, der ja auf den komischen Gedanken kam, dass er die Formlogiken verfolgte, die etwa im Ornament sich ausdrücken. La vie de forme war die französische Begründung der Faucillon-Schule. La vie, das Leben der Formen, wie das Leben in der Evolution von belebten Systemen, Zellsystemen. Und Warburg stellte fest, dass 2600 Jahre dieselben Ornamente verwendet werden. Zahnschnitt kennen Sie heute noch, die Wellenbewegung etc. Wieso ist das möglich, wenn Geschichte doch angeblich von dem beherrscht, was sich ständig verändert? Wieso kann dann jemand im 20. Jahrhundert bei der Gestaltung von Briefmarken oder Staatspapieren ornamentale Formen verwenden, die 2500 Jahre alt sind? Und Warburg hat durch alle Medien hindurch, durch die Briefmarken, die Tageszeitung, die bildende Kunst, die Wissenschaftsillustration nachgewiesen, dass das, was Sie heute als bestimmende Größe Ihrer Weltorientierung formal, jedenfalls in Gestaltungsmedien, ansahen, tatsächlich das Älteste ist, was es überhaupt an dokumentierten Leben der Formen gibt. Warburg wird heute großartig gefeiert, aber die Konsequenzen dessen, was er verfolgte, hat ja niemand mehr von ihm selbst vermittelt bekommen. Das sind ja nur noch Orientierung auf Hörensagen, weniger Überlebende. Gombrich als Paradebeispiel, aber auch Panofsky und einige der Schüler, die schon in Hamburg im Institut mitgearbeitet haben. Das Kernstück der Argumentation heißt, Warburg ist durch das Geschehen des Ersten Weltkriegs als Erfüllung des Humanismus, als Konsequenz der hochgebildeten Elite Europas, vornehmlich der deutschen Eliten, die alle Griechisch sprachen, alle Lateinisch sprachen, alle Hebräisch sprachen, die alle die Gymnasien mit Brillanz durchlaufen hatten, sämtliche Bildungsstufen der universitären Entfaltung hinter sich gebracht hatten, ungeheuer gelehrte Menschen, die den größten Blödsinn verzapften, den es gab, Gestalt von Kaiser Wilhelm operativ in die Machtsphäre übersetzt. Sie wissen, hat sich ja Kaiser Wilhelm als Regisseur von Wagner verstanden, weil die gesamte preußische Elite dreimal pro Woche in Wagner-Opern sitzen mussten, um zu lernen, wie man denn das Wort Vorgefügte nun endlich mal von der Bühne auf den Königsplatz in München bringen könnte. Also aus der Sphäre des ästhetischen Scheins der Bühne in die Wirklichkeit des sozialen Handelns. Der Erste Weltkrieg ist wortwörtlich als eine Operninszenierung außerhalb der Bühnen geschehen. Das heißt, Kaiser Wilhelm verstand das Geschehen, als er inszeniert Wagner, Götterdämmerung, als Realgeschehen des europäischen Volkskörpers und beweist darin die Großartigkeit dieses Wagnerschen Konzeptes, in dem der Auslöschungsantisemitismus von vornherein eingeplant. Wagner war der Urheber des Auslöschungsantisemitismus in den Sphären der Wissenschaft und Kunst. Er hat wortwörtlich im 10. Band seiner von ihm selbst noch begleiteten, gesammelten Schriften bekundet, was er damit meint, in dem wörtlich gesagt wird, uns Deutschen würde erst, wenn wir alle falsche Scham ablegten, die große weltgeschichtliche Bedeutung zukommen, dafür zu sorgen, dass es eine Welt ohne Juden gibt. Und er würde sich freuen, so hat seine Frau in den Tagebüchern das ja berichtet, wenn alle Juden, wie die 420 Juden, untergehen würden im Brande eines Theaters, die in Wien bei einer entsprechenden Katastrophe zugrunde gegangen sind. Das sah er als Weltmodell der Erlösung von Ahasver an.
Wir sind mit den Juden eins und einverstanden, wenn sie das Ende Ahasvers auf diese Weise akzeptieren. Und wir anerkennen die Großartigkeit ihrer Weltmission, wenn sie sich selbst jetzt auf diese Weise aus der Welt verabschieden würden. Konzept Götterdämmerung in Reinkultur. Die gesamte Geschichte Europas, ausgehend jetzt primär, mal, wir behalten uns mal auf die Deutschen, wir wollen die anderen nicht zu sehr einbeziehen, obwohl der Antisemitismus in Frankreich viel größer war, sehen Sie, Sphäre von 1902, Militärinterventionen etc. Nur Jacques, nur ein französischer Autor hat das überhaupt gewagt darzustellen. Wir bleiben mal bei den Deutschen. Das heißt, alles, was realgeschichtlich geschehen ist, ist nichts anderes als die Verwirklichung dessen, was als angebliches Postulat der durchgesetzten Wirksamkeit von intellektuellen und künstlerischen und wissenschaftlichen Größen in die Welt gesetzt worden ist. Also ein Programm der Verwirklichung dessen, was da der große Geist entfaltete. Wir haben unter diesen Voraussetzungen sehr gut verstehen können, warum Abi Warburg unter diesen Bedingungen, wie alle die sogenannten Kaiserjuden, dazu gehörte der Führer der Hamburger Reedereien, dazu gehörten Leute wie Haber, den Sie noch Erfinder des Giftgases kennen, auch ein Juden, alle Juden, Hofjuden, die in Unterwerfung unter dieses deutsche Programm der Verwirklichung von Ideologien die größten, sagen wir es mal ganz neutral, Verirrungen des menschlichen Geistes in der Weltgeschichte zu verantworten haben. Genauso viel Juden daran beteiligt wie Nicht-Juden, wie etwa Kaiser Wilhelm und sein gesamter Hofstaat. Das setzte sich ja weitgehend in der gesamten deutschen Gesellschaft durch. Und die Einheit zwischen Juden, es wird immer wieder betont, wir sind eins und miteinander vermittelt, wenn ihr das akzeptiert, den Untergang von Ahasver, denn also akzeptiertes ausgelöscht werden aus der Geschichte als euer göttliches Schicksal. Und das wurde schließlich auf die Deutschen übertragen. Wie Sie wissen, Speer hat es als Hitlers Programmpunkt Nummer, ich weiß nicht, 433 oder so, sabotiert. Er hat dem Führer dann selbst noch zugestanden, mein Führer, ich habe Ihre Probleme nicht ausgeführt, aber das Programm war genau das von Wagner. Und der größte Wagner-Kenner aller Zeiten, nicht der größte Feldherr aller Zeiten, sondern der größte Wagner-Kenner aller Zeiten war eben Adolf Hitler, wie inzwischen ja nun bis in letzte Einzelheiten belegt und unbezweifelbar ist. Der Gröwatz ist viel bedeutender, der größte Wagner-Kenner aller Zeiten, Hitler, ist viel bedeutender als der größte Führer aller Zeiten. Denn was er da gemacht hat als Führer, war ja nichts anderes, als Wagner ernst zu nehmen in der Durchsetzung des Geltungsanspruchs dieses Programms. In dieser Hinsicht kann man von Böhme etwa im Hinblick auf Warburg dargestellt oder von Kantschik im Hinblick auf die griechische Antike durchgesetzt sagen, was heißt die Umorientierung jenseits dieser Ideologiegeschichte, die sie heute in allen Ländern der Welt fortsetzt, ob die Türkei betrachten oder Russland betrachten oder China betrachten, überall vollziehen die das noch, was hier vor 70 Jahren gelaufen ist. Xi oder Putin oder Erdogan sind nichts anderes als Imitatoren dessen, was weltgeschichtlich hier durchexerziert worden ist in Europa. Wird jetzt als Beleg dafür verwendet, dass es eben gilt, die Geschichte ist die Wirkmacht dessen, was sich nicht ändert. Und dazu dann führt zu sagen, der Holocaust ist nicht einmalig, denn wenn er einmalig wäre, brauchten wir uns ihn ja gar nicht zu kümmern. Er ist eben nicht einmalig und deswegen heißt das große Programm der Gegensteuerung, das große Programm der Aufklärung etc. wehret den Anfängen. Aber das sind so harmlose kleine Geschichtchen, deren wirkliche Bedeutung daran zu sehen ist, dass etwa die deutsche Kulturrepräsentantin aus Berlin, offiziell Regierungsmitglied in Kassel gegen Antisemitismus
in kleinen Schmierereien von Abiturienten auf der Leinwand sich wehrt, extrem wehrt, als Antisemiten sich gegen die Antisemiten wehrt, um gleich Stand der Pede nach Bayreuth zu fahren, ins Zentrum der Begründung all dieser Ideologien. Denn Bayreuth ist das Zentrum des Auslöschungsantisemitismus, des Vernichtungsantisemitismus, Auslöschung. Nicht da ein bisschen rumhantieren und schön singen, Busen rausstecken. Nein, auslöschen. Das ist die Welterlösung, das ist die Weltgeschichte. Es gibt nichts Größeres in der Weltgeschichte, als in den Tod zu gehen, aufgrund der Durchsetzung einer solchen weltgeschichtlichen Programmatik, wie Wagner sie entworfen hat. Dass diese Frau nicht mal ahnungsweise, nicht mal andeutungsweise auf die Idee käme, sich mal zu orientieren, sondern die sitzen da wie Schweinchen, schön dekoriert in den Wagner-Räumen, schwitzen sich halt zu Tode, aber huldigen diesem großartigen künstlerischen Erlebnis, das nichts anderes ist, das Erlebnis des Auslöschungsantisemitismus, beziehungsweise der Feier der Götterdämmerung, das heißt, der Erhabenheit des Untergangs gegenüber allen anderen Versprechungen, die je Ideologien gemacht haben. Und diese Ideologie der Erhabenheit des Untergangs ist die, die Welt auf allen Ebenen beherrscht. Denken Sie nur an die Märtyrer im muslimischen Bereich, die alle in Freuden sich opfern. Das kennen wir aus der europäischen Geschichte ja genauso, im Versprechen auf die Glorie des Todes. Was unter anderem auch in gespenstischen Einzelheiten dazu führt, dass sich alles wiederholt, wortwörtlich. Amos Elon hat in einer wunderbaren Darstellung der deutsch-jüdischen Epoche, Porträts aus dieser Zeit, mal dargestellt, man glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so, in der alle Zeugenberichte über das Geschehen in Auschwitz von 1900 berichtet werden. Wir werden zusammengetrieben auf dem Parkplatz, wir werden gezwungen, in Eisenbahnwaggons einzustehen. Die Deutschen in weißer Kostüme stehen dabei und raufen schneller, schneller, schneller. Also alles, was Sie glauben, aus Auschwitz gehört zu haben, wird hier berichtet, wortwörtlich aus den Berichten der Leute von 1900, nämlich der Migranten aus Polen, auch wenn sie vorhatten, nur über Deutschland in die USA auszuwandern. Wortwörtlich. Was heißt das, wenn unter dem geschichtlichen Hintergrund solche Ereignisse, sagen wir, nicht anders erfassbar werden als in einem Grundkanon der menschlichen Äußerungsfähigkeit, wie es natürlich jenseits des Todesschreis ja keine weitere Steigerung des Elends geben kann, sozusagen die historische Äußerung der Menschen sich in einer Art von hymnischer Steigerung im Dialog mit dem Teufel, heißt es, alles menschliche bisschen Gefühlen übersteigenden Überwältigung von Größenerlebnissen dargestellt werden können. Der Jubel der sich selbst mordenden, selbst umbringenden Halt durch die Weltgeschichte, der Jubel der Märtyrer. Erstaunlicherweise hat das nicht dazu geführt, bisher offiziell die Geschichtskonzepte eben auf das hin zu ändern, was sich in der Feststellung aller Analysen nicht ändert. Und deswegen ist die Frage, können wir in Argumenten wie diesem, dem Blindensturz von Bruegel von 1568, können wir in Argumenten wie diesen eine Art von Typologie, eine Art von Ansammlung von Belegstücken für das bringen, was sich nach Einsicht der Künstler und Wissenschaftler, also der Autorität durch Autorschaft der Individuen, gegenüber den kollektiven ideologischen Durchsetzungen als heute doch brauchbare Stiftung von Erkenntnis oder Fähigkeit zur Analyse des Geschehenen anbietet. Und wir hatten ja das letzte Mal gesagt,
Wir können vielleicht fortfahren in der Vorstellung, dass die Bürgerstiftung dieses Hauses den alten Gedanken der Bürgerakademie übernehmen könnte, also dessen, was eigentlich Öffentlichkeit in dem Reflexivwerden des Publikums darstellt, um dann aus dem Gedanken der Bürgerakademie ein neues Modell entsprechend diesen Geschichtsauffassungen zu entwickeln. Das heißt, wenn ich heute schreibe und klage, dass mich keiner mehr liest, weil es inzwischen mehr Autoren als Leser gibt, kann ich mich nicht als Opfer eines objektiven Geschehens der Wirtschaft, meinetwegen welcher Prägung auch immer, kapitalistischer Prägung, darstellen, sondern ich kann mich ausschließlich darauf berufen, dass ich selber versagt habe als Leser. Denn wer schreibt, ist durch nichts so definiert wie durch die Tatsache, dass er liest. Ein Schreiber ist ein Leser. Er erwartet ja, dass das, was er hervorbringt, von anderen gelesen wird. Also muss er für sich auch sein Schreiben im Lesen der anderen begründen. Das ist der Gedanke der Akademie, den Newton erhoben hat. Das heißt, eine Versammlung von Menschen, die sich wechselseitig, nicht bezogen auf ein äußeres System der Kosmologie oder der Wirtschaft etc., garantieren, dass das, was sie tun, sinnhaft ist. Eine Bürgerstiftung könnte dann also eine Bürgerakademie begründen als Versammlung derer, die sich wechselseitig die Sinnhaftigkeit ihres Tuns garantieren. Wer schreibt, begründet das in der Tatsache, dass er Leser ist. Wenn wir 100 Leute in der Akademie haben, muss ich 99 Seiten anderer lesen, bevor ich selber erwarten kann, dass meine eine Seite von allen anderen gelesen wird. Das ergebe eine völlig andere Orientierung der Autorität durch Autorschaft auf alle anderen als ebensolche Autoritäten und damit auch ein ganz anderes Bewusstsein über die Position dieses sozialen Geschehens in der Evolution des Geistes. Das war eigentlich der Vorschlag. Vielleicht kommt es jetzt dazu, dass wir in Frankfurt angesichts der hier beheimateten Tradition, für die eine Reihe von Leuten der Frankfurter Universität ja gestanden haben, so etwas wieder möglich wird. Ich habe heute gelernt, dass ein Angebot vielleicht dazu entsteht in der Buchhandlung Weltleser, die im Oederweg 40 etabliert worden ist. Wenn das Haus hier zu belegt ist, weil so in 340 Tagen des Jahres schon verplant sind und wir es nicht hier machen können, dann wird uns jetzt vielleicht die Chance eröffnet, es in dieser Buchhandlung zu machen. Und dann würden wir die Berliner Denkerei auch wieder nach Frankfurt transferieren und diesen Grundgedanken weiter verfolgen in den Einzelheiten, die man ja so im Vorbeigehen nicht glaubwürdig begründen kann. Denken Sie noch mal an das Kernstück der Selbstzerstörung von Künste und Wissenschaften, nicht von außen, nicht nur weltgeschichtliche Abirrungen, fundamentalistische, totalitäre Regime gegenüber dieser humanistischen Tradition, das spielt gar keine Rolle, sondern der Selbstzerstörung innerhalb der künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit selber. Natürlich kann man sagen, da ist der kapitalistische Geist eingezogen und hat sein zerstörerisches Werk fortgesetzt. Aber gemeint ist etwas ganz anderes, nämlich wie aus dieser Vorgabe eine intentionale Rebarbarisierung, also eine gewollte Entfernung von allen Ethiken des Schaffens laufen. Ethiken des Schaffens heißt also, dass der Schaffende selbst derjenige ist, der anderem Schaffen gegenüber als der Adressat auftritt. Ich werde schöpferisch dadurch, dass ich anerkenne, wie andere Leute arbeiten und anderes etwas hervorbringen. Die Frage wäre jetzt, wie kann man das institutionalisieren oder wie kann man das zunächst mal sozial etablieren? Und das wäre dann eben der Gedanke der Gründung einer Bürgerakademie hier im Hause, beziehungsweise, wenn es hier eben nicht geht, weiter draußen am Oederweg 40. Dazu dient jetzt auch unser kleines Manifest. Bitte lesen Sie es mal durch. Und versuchen Sie mal dazu beizutragen, wir werden uns im März zweimal treffen, dann April zweimal, jeden Monat zweimal in dieser Buchhandlung. Tragen Sie dazu bei, herauszufinden, welche Argumente aus dem Bereich der bildenden Künste und der Wissenschaft hier herbeigezogen werden, wie eben das Beispiel des Blindenstoßes, um die gegenwärtige Situation
anders als in der Orientierung auf den zerstörerischen Kapitalismus oder auf die innere Logik der politischen Begründung von Legitimation ausgerichtet zu sein. Eine andere Art der Begründung, also auch eine andere Art der Auffassung von Bürgertum. Wie gesagt, die Reflexive, das heißt, jemand, der spricht, muss über sich selbst und zu sich selbst sprechen. Und wenn er von den Faschisten spricht, spricht er von Faschismus in seinem eigenen Denken und nicht von anderen Leuten. Und wenn er von Reichtumssucht oder von Eifersucht oder von aller Intervention im Sozialen spricht, dann nur im Hinblick auf seine eigene Rolle darin. Reflexivität heißt, sich selbst auszuweisen in der Fähigkeit, sich in den anderen zu sehen, selbst zu sehen. Und immer sich zu meinen, das ist ja der Begriff der Autorschaft. Alle Urteile über die Welt sind Urteile über mich. Ich meine mich, weil ich reflektiert werde, also zurückgeworfen werde, meinem Urteil von dem, was ich auf andere hin sage, sodass der Adressat meiner eigenen Aussage ich selber bin. Vermittelt über das Publikum, das sozusagen als Rockface, als Echowand dasteht, in die hinein etwas geäußert wird und das zurückgespiegelt wird auf die Bestimmbarkeit, Selbsterkenntnis hieß das früher, des kreativen Künstlers oder Wissenschaftlers, jedenfalls der Autorität, hinter der nichts steht als ihre eigene Autorschaft. Und das könnte dann heißen, dass wir auf eine bestimmte Weise historische Modelle wieder einbauen können, zu erkennen, was uns heute eben nicht mehr von der Bantu-Philosophie trennt, von den eingeborenen afrikanischen Buschmänner-Philosophen trennt oder von der Antike der Römer oder der Hethiter oder des Zwei-Stromlands oder der Perser und Inder trennt, sondern ausschließlich, was uns im Hinblick auf diese Unterscheidung das Medium der Vermittlung der Einheit der Welt darstellt. Die allgemeine Tendenz, die bei Thomas Mann angesprochen wird, als Versprechen, dass wir in Konkurrenz gegeneinander intentionale Rebarbarisierung treffen, also uns überbieten in der Zerstörungskraft, überbieten in der Begründung unserer Macht durch die Macht der Zerstörung, das ist ja unlogisch, weil dann die Voraussetzung für ein solches Tun sich ja selber aufhebt. Und das kann man ja als wenig sinnvoll akzeptieren. Wir wollen also eine kleine Liste erstellen, hier vielleicht 30, 40 Beispiele auf der historischen Ebene des 16. Jahrhunderts. Gedanke, in der Kunst gibt es keinen Fortschritt, in der Kunst gibt es keine Legitimation durch Überwindung, durch Neuigkeit etc. Der ganze Begriff des Neuen hat in der Wissenschaft und Kunst nicht das Geringste zu tun und auch nie so gemeint gewesen. Neophilie war aus einer warenwirtschaftlichen Orientierung in die gesellschaftliche Diskussion eingeführt worden, aber nicht mehr aus inhärenten Logiken des Produzierens von Künstlern und Wissenschaftlern. Na gut, ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft, hier die Öffentlichkeit als Publikum zu repräsentieren. Ich bin gespannt, was für ein Echo zurückkommen könnte, sodass wir uns ab März dann vielleicht zweimal monatlich zur Fortsetzung derartiger Überlegungen in der Buchhandlung Weltenleser Oederweg 40 treffen können. Vielen Dank. Ja. Ich kann noch mal etwas vorlesen hier aus der Neujahrserklärung zu diesem Fall. Wir sind bedenklich, ob Rettung naht. Die Zukunft ist wohl nicht erwartbar. Etwas sehr Eindeutiges, weil sich alles Treiben der Menschen nur immer wiederholt und damit kaum vorankommt. Aber das heißt ja auch Berechenbarkeit und bewährtes Verhalten. Das ist ja wunderbar. Also jemand sagt, ja, ich akzeptiere das, weil es für mich gleichzeitig bedeutet, damit ist alles berechenbar, damit ist Stabilität, nach der ich mich verlangt, wieder hergestellt. Gewissheit in der Wiederkehr. Seid fröhlich und belehret euch.
So, Sie haben das Mikrofon. Genau. Wir würden dann noch miteinander diskutieren. Ja, ja, klar. Ja. Also, Sie sind aufgefordert und ich komme zu Ihnen. Sie haben uns wunderbare Beispiele vorgeführt. Ich frage mich, wie weit können andere künstlerische Bereiche beitragen zu Ihrem Plan? Es geht ja hier immer um die bildende Kunst. Sie haben aber auch gezeigt, mit dem Beispiel von Thomas Mann, dass die Literatur etwas zu sagen hat dazu. Wie ist es mit den Musikern, den Tänzern? Ja. Was gibt es sonst an Möglichkeiten und muss man die auslassen? Ja. Aber ist das vielleicht am einfachsten, das Bildliche durchs Auge wahrgenommene? Ja, vielleicht durchs Begriffliche. Nicht das Auge ist ja ein begriffbildendes Organ, wie das Hören auch alle und Sinnesorgane sind begriffsbildende Organe. Eine reine, physiologisch gesehen, sozusagen reine Vermittlung von Data gibt es ja nicht. Und dann kann man vielleicht am deutlichsten sagen, Thomas Mann bezieht sich ja auf die Musik, ja, die Musiktradition des intentionalen Rebarbarismus. Er meinte natürlich so etwas wie Sacre du Printemps. Das war ja die Eröffnung. Ja? Sacre du Printemps ist die Ouvertüre des Ersten Weltkriegs. Das ist sozusagen die Strindbergsche Version von Wagner. Ein kleiner Wagner. Die Tänzer, da gibt es so große Beispiele. Zuletzt noch Pina Bausch in der Wuppertaler Schule, also von Folkwang in Essen. Die Idee Folkwang ist Ihnen vielleicht noch geläufig. Aber diese privatistischen Bemühungen haben nichts mehr gebracht. Es ist verpufft, weil es in der konsumeristischen Ausbeutung untergegangen ist. Das geht heute so weit, dass Sie können das selbst nachvollziehen. Jedem von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern hergestellten Kulturfilm, zum Beispiel über den Gesang der Vögel, untermalt wird von Terrormusik, die da eingespielt wird. Es gibt keine Minute in einem solchen Film, ohne dass irgendein Redakteur seinen Senf in Gestalt von Terrormusik dazu gibt. Und selbst dann, wenn es darauf ankommt, gestern Abend zum Beispiel, zu hören, wie bestimmte Vögel in Afrika auf bestimmte Störungen reagieren, wird das sofort mit Musikteppich überdeckt. Wir sehen, die Musik ist eine der zerstörerischsten Mächte schlechthin. Im Hinblick auf die Marschmusik ist das ja schon lange bekannt. Was Musik in diesem Sinne bedeuten sollte, wird eben in Dr. Faustus auf völlig neue Weise dargestellt, indem er versucht hat, die Lukacschen Bedenken als Marxist, die Adornischen als Humanist und die der jungen Wilden als, wie sagen wir, begeisterte Anhänger ideologischer Großprojekte versucht in Beziehung zu setzen. Aber auch Thomas Mann ist es nicht gelungen, außer bei den Vorgaben. Es ist eben teuflisch, sich darauf einzulassen. Wer das tut, ist verloren. Der gehört dem Teufel. Alle, die heute im Rundfunk arbeiten, Musik etc., sind ja diese Agenten des Teufels geworden. Man sieht es ja, das beschreibt er ja alles wortwörtlich. Und er bezieht sich da auch auf Fakten, die in der frühen Geschichte des Rundfunks von 1927 an vorexerziert wurde. Er hat ja selber auch versucht, darauf einzuwirken, aber Adorno war auch jemand, der sich sehr frühzeitig darauf eingestellt hat. Es nützt nichts. Ja? Die Frage ist, wenn man jetzt feststellt, das ist alles vergeblich, das bringt alles nichts mehr, kann man dann einfach die das Einverständnis, wie es in den 50er Jahren hieß, Einverständnis mit der Wirkmacht der Atombomben akzeptieren, Laken über den Topf und sich langsam würdevoll auf den Friedhof zu bewegen. Können Sie sich noch erinnern vielleicht, wie das damals war? Das war offizielle Regierungsprogrammatik. Kopf unter den Tisch stellen, das war der Schutz gegen Atombombenmacht. Weiter sind wir heute auch nicht gekommen.
Es gibt keine anderen Empfehlungen, außer eben den Pakt mit dem Teufel. Und der Teufel ist eben gerade derjenige, der verspricht, anstatt selber dich zum Opfer werden zu lassen, musst du Täter werden. Wenn du Täter bist, selber Mörder bist, selber totalitärer Agent bist, hast du keinerlei Selbstvorwürfe mehr zu gewärtigen, denn deine Macht ist ja erwiesen. Und deswegen gucken sich die Leute ja jeden Tag, Herr Iden hat das, glaube ich, mal ausgezählt, 7 oder 8 oder 9 Krimis pro Abend im öffentlich-rechtlichen Programm an. Man dachte immer, das sei zum Schutz. Die Leute gewöhnen sich daran, sich vor dem nächsten Mörder zu schützen. Nein, im Gegenteil, sie lernen, alle Täter zu werden. Das ist der Haken. Und das ist doch das einzige Versprechen. Wenn du kein Opfer der Nazis werden wolltest, musst du mitmachen. Das ist heute ganz genau dasselbe wieder. Wenn du kein Opfer der zur erwartbaren Macht der AfD werden willst, musst du heute in die Partei eintreten. Und da nützt dir dein humanistisches Studium gar nichts. Der Assistent von Sloterdijk, der vor 7 Jahren schon in der AfD eintrat, hat uns das ganz kaltschnäuzig vor die Nase gesetzt. Und das ist auch die einzige Lösung, die es gibt. Und darauf zählen diese Strategen der AfD heute, ganz bewusst. Und Sie sehen, je mehr Punkte Sie in der Skalierung gewinnen, also je mehr Zustimmung Sie durch die Wähler bekommen, desto mehr Leute sind bereit, sich auf die Seite der Täter zu schlagen, weil es die einzige Möglichkeit der Rettung ist. Du kannst dich vor dem Mörder nur schützen, indem du selber Mörder wirst. Bisschen lauter. Ein paar Einwände gegen. Und zwar würde ich behaupten, es gibt immer noch sowas wie einen humanistischen Begriff. Ja. Und es gibt auch noch sowas wie Demokratie. Mhm. Und wir haben Milliarden, uns zu wehren. Es muss nicht diese fatalistische, auch von Ihnen, sagen wir mal, bewusst provokant ausgesprochenen Beispiele sein. Es gibt auch eine andere Richtung. Ich weiß nicht, ich denke, der Weg wird sehr, sehr zäh. Ich staune ja auch immer wieder, welche Negativbeispiele es gibt. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist ganz und gar nicht fatalistisch, denn es gehört zur Grundausstattung der modernen Subjektivität, genau diesem Vorwurf zu entgehen. Sonst würde man es ja gar nicht aushalten können. Also A, indem man selber zum Täter wird und B, indem man von der Möglichkeit ausgeht, es selber zu sein, zum Ende der Operation zu gehen, vom Ende her seine Position zu definieren. Das ist sogenannte apokalyptischer Optimismus. Man muss das Schlimmste erwarten, um dann die entsprechenden Gedanken über die Vermeidung dieses Schlimmsten anzustellen. Also wir hatten das letzte Mal schon gesagt, das Einzige, was auch Herr Jürgs noch akzeptiert hat in seiner Frankfurter Zeitung, Rezension des Abends, dass man ja erst anfängt, politisch zu denken, wenn man sagt, Israel kann nicht überleben, es wird von Arabern überrannt, an jeder Grenze 2 Millionen Menschen, Hände hoch und über den Zaun, was will man dann machen? Gar nichts. Da ist man verloren. Und die Ukraine wird niemals siegen, sie wird von Russen geschluckt. Erst wenn das als politische Realität gedacht wird, haben Sie einen Grund dafür, sich zu überlegen, was Sie heute machen müssten, um es dazu nicht kommen zu lassen. Das ist apokalyptischer Optimismus. Und der ist historisch gut begründet. Das ist ja ursprünglich eine Handwerkskategorie im Griechischen. Wenn ich einen Tisch bauen will, muss ich das Ende meiner Bauoperation vorwegnehmen, nämlich die Gestalt des Tisches, die ich herstellen will. Und aufgrund dieses antizipierten Endes fange ich an. In meinem Ende liegt der Anfang. Erst wenn ich weiß, was der Tisch ist, den ich machen will, kann ich Holz zuschneiden. Das heißt, ich beginne mit der Orientierung aufs Ende. Das heißt Apokalypse, Vorschein des Endes. Apokalypse ist nichts anderes als dieses handwerkliche Prinzip. Ich bin orientiert auf das, was ich erreichen will, also das Ende der Operation. Und kann damit meinen Anfang zu beginnen. In meinem Ende liegt mein Anfang. Die ganze christliche Ethik, alles beruht auf diesem Prinzip. Und das heißt nicht, Eschatologie ist also nun der Weltuntergang im Sinne des jüngsten Gerichts. Das jüngste Gericht besteht dann für jeden darin, zu sehen, dass er mit dem Zuschneiden des Holzes keineswegs
der Idee entsprochen hat, die er am Anfang entwickelte als Ziel seiner Manipulation, nämlich ein solches Gebilde dieses vorgestellten Tisches tatsächlich hervorzubringen. Und jeder wird feststellen, dass jede Orientierung auf das Ende nie durch das erreicht wird, was er faktisch im Weg auf das Ende glaubt, erreichen zu können. Na, das große Desaster der Weltgeschichte ist ja, dass kein Diktator, kein präpotenter Gottimitator es je fertiggebracht hat, das zu erreichen, was er sich vorgenommen hat. Deswegen gibt es kein einziges totalitäres Regime, das durchgehalten hat. Die Frage ist, wenn Ägypten zu seiner Zeit, 3500 Jahre lang, wenn die Perser, die Hethiter, das Zweistromland Baals, Leute, die indischen Kolonialreiche mal als England zugeschlagen und so weiter, Chinesen, wenn es das wirklich als das Mächtigste der Zeit gibt, warum ist es dann zugrunde gegangen? So einfache Dinge haben sich die Historiker nie überlegt. Ich kann nicht sagen, das waren die mächtigsten Kulturen, die es je gegeben hat, und dann nicht antworten, warum sind sie kaputt gegangen? Ja, weil sie dann aus Bleirohren tranken und sich selber vergiftet haben. Das war eine beliebige Annahme über den Untergang des römischen Imperiums. Das ist natürlich dummes Zeug. In der Logik des Totalitarismus ist selbst die Selbstwiderlegung. Das heißt, die innere Logik des Zerstörens, mörderischen Zerstörens, ist die Selbstwiderlegung in der Ethik des Thomas Mann, ausgedrückt durch den Dr. Faustus, heißt das ja, wir müssen die großen Täter und Mörder schützen, schätzen und kennen, weil sie diejenigen sind, die uns ständig vor Augen führen, dass die innere Logik, der sie folgen, niemals das Ziel, das sie erreichen wollten, Vergöttlichung im Auslöschen der Welt, erreicht haben. Und das galt ja selbst noch für die Generalität in den 60er Jahren. Da haben russische und amerikanische Generäle sich zusammengesetzt, jenseits der Regierungen, und haben gesagt, was verlangt man für uns jetzt im Hinblick auf die Erfahrung mit der Auslöschungsdrohung in der Kuba-Krise? Man verlangt von uns zu riskieren, dass wir alle, die Creme der weltevolutionären Entfaltung von Intelligenz, die wir die Atombombe erfunden haben, zugrunde gehen, nur damit auf irgendwelchen Südseeinseln oder Urwäldern ein paar verrückt gewordene Tschuschen übrig bleiben. Wir vernichten uns die Welt, damit diese Idioten übrig bleiben. Und wir können nicht garantieren, dass alle ABC-Waffen gezündet tatsächlich alles menschliche Leben auslöscht. Da wir das nicht garantieren können, ist die Führung des ABC-Krieges sinnlos. Das hat die Welt gerettet. Beide Seiten, die Russen wie die Amerikaner, haben gesagt, wenn wir die Welt nicht garantiert auslöschen können, hat es keinen Sinn, diesen totalitären Krieg zu führen. Das war die Weltrettung. Und in der Tat ist die Berechnung heute immer noch stimmig, dass selbst alle ABC-Waffen gezündet nie die Garantie dafür abgeben können, dass sämtliches humanes Leben auf der Welt ausgelöscht wird. Und das beleidigt die Täter derartig, dass irgendwelche Dummköpfe in irgendwelchen Urwäldern übrig bleiben. Das ist unterlassen zu tun. Und da ist noch eine Frage. Ja, ich würde ganz gerne auf 3-4 Ebenen da kurz drauf, sagen wir mal, Anregungen geben. Das eine ist, was du ja zuletzt auch noch gesagt hast, vielen Dank, Marcus von Brock, dass die Tendenz der Kriegsbereitschaft natürlich in der Apokalypse festgelegt ist, indem man das bis zum letzten Ende Gegangene von hinten neu aufrollt und dann vielleicht im nächsten Extremismus landet, also wo wir vorhin gerade hatten, die Einmischung in die AfD, und es wird immer breiter. Dann hatten wir irgendwann vor 2 Wochen dieses Phänomen der Rechtsextremisten treffen dann im Osten, die sich nochmal davon absetzen zu müssen glauben. Das kann immer weiter in eine Richtung rollen. Das Schöne an der bildenden Kunst ist eigentlich, dass sie bei uns in der Verfassung auch deshalb mitverankert ist, da sie uns eigentlich deutlich Handlungsspielräume selbst zu erarbeiten aufgibt, indem wir sie museal sammeln und zeigen. Und indem wir sie aktualisieren und aus den Aktualisierungen
Gegenwartsdefinite ableiten, die für unser eigenes individuelles Dasein Entscheidungen grundlegend uns nahelegen können, die wir selber entwickeln. Und dieses selber entwickeln ist aus dieser Gesellschaft im Moment ganz draußen. Man hat so einen allgemeinen Brei, wo man wirklich in einer üblen Art und Weise vergessen hat. Also Krieg heißt ja auch, da müssen alle hingehen. Im Moment machen alle mit. Das ist der Punkt. Der Nahostkonflikt genauso wie die kleinen Staaten rund um Russland oder die ehemals Implementen. Das sind Konflikte, die sind seit 30, 40 Jahren bekannt. Es hat sich nie jemand eingemischt großartig oder jemand von unseren Westlern sozusagen. Seitdem wir das tun und uns über solche Konfliktapokalypsen mitdefinieren, sind wir auch untereinander etwas dekonstruktiv kulturalisiert und sehen wir rückwärts. Und ich meine, dass die Idee mittels der Kunst, eine politische Öffnung sozusagen, weil du in dem Papier ja schriebest, man solle Beispiele nennen, die einem vielleicht für gut möglich erschienen. Ich bin sogar für eine, im Prinzip für die Gründung einer Kunstpartei, weil letztendlich kann man über die Kunst alle Richtungen abgehen und seine sozialen und philosophischen und kulturellen Gefüge dort unterbringen. Und dafür ist sie eigentlich auch da und deshalb steht sie in der Verfassung. Mhm. Das wollte ich jetzt nochmal so anmerken. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Kern dieser Feststellung, warum war das Künstlerbeispiel derartig prominent? Weil es Handeln ohne Wirkung darstellte. Es war folgenlos. Und als folgenloses Handeln war es gerechtfertigt. Wenn man von vornherein sagte, es hat ja keinerlei Macht, es ist ja auf keinerlei Realitätsbezug hin fixiert, der dann die Äußerung der Künstler zur Verantwortung ziehen könnte, weil es in der Anwendung so und so sich auswirkt und scheitert oder Missstände herstellt. Schätzen wir das künstlerische, wissenschaftliche Arbeiten als etwas, was Wirkung ohne Ursache ist, also mit anderen Worten folgenlos. Denn Wirkung ist berechnet auf die Begründung der Intention der Urheberschaft, von der sie ausgeht. Die ist bei der Kunst- und wissenschaftlichen Arbeit nicht möglich, weil sie abgetreten ist an den Wahrheits- oder sonstigen Theoremen der Begründbarkeit von Autorität durch Authorship. Also das ist sehr bedenkenswert. Wir haben vor 30, 40 Jahren versucht, ja mal ein ganzes Modell auf der Basis des Handelns ohne Konsequenzen der Künste und Wissenschaften darzustellen. Aber das hat sich nicht durchhalten lassen, weil es ja sofort vermarktet wird oder weil es sofort in andere Kontexte einbezogen wird. Dann kann man die subjektive Legitimation der Täter, wir wollen ja keinerlei Wirkung erzielen, sondern wir verhandeln etwas im Hinblick auf den Sachverhalt ohne das Kalkül des Wirksamwerdens und damit auch der entsprechenden Machtgewinne, die daran geknüpft sind, nicht möglich ist, denn sie werden ja alle sofort in den Verwertungszusammenhang einbezogen. Ja, die Frau da hinten noch. Ich möchte mal was ganz anderes sagen. Also an diesem Ort, an dem ich hier sitze, dann sehe ich hier erstmal eine Riesengruppe von Menschen, die alle in Reihungen sitzen. Und wir gucken alle schön nach vorne und haben die Augen offen. Ja. Und der zweite Ort ist praktisch die wie so eine Einzelfigur. Und hier an der, dieses Bild, die sehen ja eigentlich... Der Blindensturz von Bruegel, ja. Eigentlich sehen die Figuren, oder das Bild behauptet ja, dass sie nicht sehen. Aber eigentlich, wenn man jetzt hier die ganze Zeit sitzt, eigentlich gucken die ganze Zeit hierher. Und ich finde, das ist eine fantastische Choreografie, die Bewegung. Und dann sehe ich uns, wie so kleine Blöcke, jeder auf seinem Sitz sitzt. Und sie stehen und reden und reden und reden. Und eigentlich ist das eine ganz witzige Veranstaltung, aber vor allem, weil die mit dabei sind. Na klar. Das wollte ich nur kurz sagen. Ja, wir bekunden ja als Öffentlichkeit ihre Anwesenheit, die es ja nicht gegeben hat, ohne dass ein Publikum die Öffentlichkeit repräsentierte. Aber da ist die Frage wiederum, ist das Zusehen die Erfüllung des Typus Handeln ohne Wirkung? Ist das nicht tatsächlich die
Grundfunktion der Öffentlichkeit. Das heißt ja in den Bewegungen der Künste, dass es sehr viele, denken Sie nur an Duchamps Begründungen, sehr viele Künstler gibt, die sich auf dieses Modell ausgerichtet haben und sich jeder Verantwortung für ihr Tun entzogen, indem sie sagten, wir sind ja diejenigen, die das reflektieren als öffentlich Gegebenen, was nicht mehr privat zuordnenbar ist. Aber im Kapitalismus gibt es keine Privatheit, da gibt es keine Ausgrenzung, keine Verantwortlichkeiten etc. Aber bitte etwas lauter, man kann ja kaum... Meinen Sie, dass es im Nicht-Kapitalismus anders ist? Mein was? In dem? In dem Nicht-Kapitalismus, dass das dort anders ist. Nein, es gibt ja keinen Nicht-Kapitalismus. Dann meinen Sie die Welt? Die Weltreligion, natürlich, ja. Und im Kern sind die ja alle vollständig identisch, ihrer logischen Struktur nach. Es gibt ja nur eine einzige Religion, nämlich die Erfüllung dieser Struktur, eschatologischer Orientierung. Und zwar eben seit mindestens 7000 Jahren, solange wir in etwa das richtig abschätzen können, wie sich Gesellschaften entwickelten im Hinblick auf dieses Motiv. In unserem Modell heißt es dann aber was anderes, wenn wir es jetzt übersetzen auf das, was wir hier eigentlich durchziehen wollen, dann wäre Metaphysik eben nicht mehr wie in all diesen religiösen Vorgaben die Orientierung auf das Jenseits, auf die Götter, auf die andere Welt, auf die Ewigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Metaphysik hieß dann, ausgehend von Bacon und Descartes, die Überwindung der reinen physischen Gegebenheiten, also Physis als das Material, in die Res extensa, das ist das, was in der Welt gegeben ist, zugunsten des Gedankens, also der Res cogitans, aber nicht, weil die Res cogitans, die Gedanken uns über die materiell gegebene Welt hinaus entwickeln würden, sondern weil wir von der Gedankenkraft her zurückwirken auf die Physik. Das heißt, Metaphysik ist nicht das Jenseits des Gegebenen in irgendwelchen Spekulationen, sondern es ist die Rückwirkung des Gedankens auf die Materie. So wie jemand einen Gedankentisch entwickelt, und der Gedanke wirkt zurück auf das Zuschneiden von Holz. Das ist Metaphysik. Und nicht irgendwelche spekulativen Orientierungen auf die andere Welt der Götter oder das Jenseits oder die Ewigkeit oder was immer. Und wenn man es so versteht, dann kann man schon sehen, wenn man die ganze europäische Philosophiegeschichte rückdefiniert auf dieser Ebene, dann kommt man zu eigentlich alltagstauglichen, vernünftigen Begründungen. Und darum soll es uns ja gehen in diesem Versuch, hier in die Frankfurter Schule neu zu begründen. Ich hab noch eine Idee zu der Dame, die am Anfang was über die Musik gesagt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie so was von Improvisation gehört haben. Librux? Improvisation. Ja. Ja. Es gibt Improvisateure, deren Ziel ist, einen Dialog zu Nicht-Musizieren herzustellen. Ja. Und wie zum Beispiel FEM im Sommer mit verschiedenen Instrumenten durch Frankfurt läuft, den Dialog von Fußgängern und sich an einem Platz treffend, den Dialog zum Publikum, den Dialog zu den anderen Musikern und den Dialog zu Tänzern sucht. Ja, aber der Dialog muss zur Herstellung von Öffentlichkeit gerichtet sein. Das heißt, wenn jemand andere anspielt auf der Straße, dann versucht er ja, eine Öffentlichkeit zu erzeugen, indem er sich selbst gegenüber Beobachter installiert, Zuhörende, Zuschauende. Und die erst garantieren, dass das, was er da aufführt als Tonfolge, welcher Art auch immer, sinnvoll sein kann. Ja, erst durch die Wahrnehmung der anderen, eben des Publikums, wird es ja als ein Geschehen tatsächlich sinnvoll sichtbar oder erfahrbar, wahrnehmbar. Ja, aber nur für was ich für mich mache, kann ja in der Psychiatrie geschehen. Nur für die, denen es Spaß macht. Aber es gibt Leute, die gehen weg, weil es ihnen nicht gefällt. Ja, das ist die Verweigerung des Publikums, Öffentlichkeit noch zu repräsentieren. Das ist die politische Situation gegenwärtig, dass immer mehr Menschen sich entziehen der Verpflichtung, Öffentlichkeit zu repräsentieren. Ich habe noch eine Frage. Gibt es nicht eine Möglichkeit jetzt, sich von diesen ganzen Gedankenwelten, von denen Sie gesprochen haben, sich frei zu machen? Das heißt, sie einfach fallen zu lassen
und in eine Dimension zu gehen, die jetzt, sage ich mal, außerhalb dessen Ganzen liegt. Zum Beispiel, indem ich meditiere, wenn ich an Zen-Buddhismus denke, dann komme ich ja, ich weiß es nicht, ich habe es persönlich versucht, aber ich komme dann in ein Stadium, in dem ich die Welt ganz anders sehe. Und mich würde interessieren, was Sie davon halten, dass ich jetzt über Schamanismus oder Zen-Meditation... Das kommt ja nicht darauf an, dass ich mich anders sehe, sondern dass man mich anders sieht. Wenn Esse es Percepi heißt, wenn soziales Dasein heißt, durch andere wahrgenommen zu werden, also in die Öffentlichkeit zu treten, dann nützt mir eine Meditation auf meiner privaten Ebene gar nichts. Aber wenn viele meditieren, dann ändert sich doch etwas in der Gesellschaft auch. Das hat es auch gegeben, auch im Dritten Reich gab es Bewegungen spiritistischer Art, die versucht haben, so etwas wie einen kollektiven Zustand der Meditation erzeugen. Das ist aber nur kollektiver Wahn herausgekommen. Das muss ja nicht so sein. Doch, das muss so sein. Es gibt keine anderen, Möglichkeiten, damit fertig zu werden. Da ist noch mal eine Frage und dann würde ich sagen, wie spät ist es denn? Können wir nach unten gehen? Also ich denke, bevor wir noch ein oder zwei Stunden hier oben diskutieren, gehen wir dann nach unten. Ja, klar. Ja? Aber hier ist noch eine Frage. Ja, was mir jetzt noch eben gerade so auffiel, wir müssen ja irgendeinen Konsens herstellen über das, wovon wir öffentlich reden. Und dazu ist natürlich die bildende Kunst eigentlich das beste Beispiel. Wir können stundenlang dieses eine Bild ansehen und uns darüber verständigen. Wir könnten aber zum Beispiel bei allen Bühnenkünsten, gibt es einen zeitlichen Verlauf? Wir müssten den Moment definieren. Ja. Es gibt ja ständig, wovon sprechen wir? Von welchem Satz? Vom Höhepunkt, vom Anfang oder wie? Insofern gehen nur festlegbare und eben für eine Öffentlichkeit verteilbare und erreichbare Künste und dazu eigentlich eine Möglichkeit. Dazu gehört natürlich aufgeschriebener Text und ganz vorne an die Malerei und die Bildhauerei natürlich auch genau so, würde ich sagen. Ja, ja. Aber Phidias Pumdel ist ja durch Adolf Hitler selber für uns unbrauchbar gemacht worden. Er trat auf den Trocadero auf nach dem Siegen über Frankreich. An der linken Seite Phidias in Gestalt von Arno Breker und auf der rechten Seite Ictinus in Gestalt von, wie heißt der Architekt? Was? Speer, ja, von Speer, sehr richtig. Also ich bin schon selber abgetreten. Ictinus links und Phidias rechts. Das hat der Hitler genau so inszeniert. Speer als Ictinus, der Architekt der Atropolis, und auf der linken Seite Phidias, der Bauer des ewigen Bildnisses der Pallas Athene in dem großen Zentraltempel des Parthenon. Aber das große stehende Bild, ich habe darüber einen Aufsatz geschrieben, wenn Sie auf unserer Website mal nachgucken, das große stehende stille Bild hat einen Nachteil, nämlich das Ansehen wird langs zu einem Stumpfen orientiert sein auf einen Fixpunkt, weil nämlich Evidenz, also das zu Augen tretende Argument, das sie akzeptieren kann, nur durch Kritik entsteht. Evidenz muss durch Evidenzkritik erzeugt werden. Warum? Weil wir von Natur alle durch die Organisation unserer zerebralen Sphären täuschbar sind. Wir haben alles Erlebnis der Täuschbarkeit durch visuelle Phänomene, durch kognitive Phänomene etc. Wir wissen alle um unsere Täuschbarkeit. Also können wir uns nicht darauf verlassen, das anzugucken, jenseits unserer Fähigkeit, den eigenen Blick zu kritisieren. Und das Tolle ist ja, Öffentlichkeit besteht in der Annahme des Gegebenen als etwas Blickwürdiges, Ansehenswürdiges, weil es kritisiert werden kann. Und durch die Kritik erst seine Bedeutung gezählt. Evidenz gibt es nur durch Evidenzkritik, weil wir alle von Natur aus täuschbar sind. Also das große stehende stille Bild ist eines, das zur permanenten Selbstwiderlegung herausfordert und das als eine
Anleitung zur Selbstüberformung oder wie Thomas Manser zum Selbstübergipfeln, zur Selbstüberbietung zu kommen. Das heißt, hinauszukommen über das, was wir von Natur aus können. Und das ist eben nur durch die Aufhebung unserer Natürlichkeit gegeben, die Kritik. Und die wird wieder naturevolutionär, also in der Geschichte, in der Evolution begründet gesehen. Aber das kann ich Ihnen jetzt nicht zustellen. Auf unserer Website finden Sie dazu genügend Material. Barzerbrock.de. Wir haben heute leider nicht wegen des Wetters die Bücher herbringen können. Die wollten wir Ihnen eigentlich geschenkweise überreichen. Das werden wir dann im März in der Bibliothek Weltleser machen. Sehr dicke, schwere Folianten. Also wer da kommt, muss sich darauf bereiten, 10 Kilo mitzuschleppen, nach Hause zu schleppen, die aber dann sehr erhellend sind. Als Abschluss ein kurzer Blick in die Programmatik dieses Geschehens, das Sie dann erwartet. Die logische Aufbau ist klar, wir orientieren uns Evidenzkritik an den Strukturen, die wir alle kennen. Das sind eben Himmelskarten, das sind Stadtpläne, nächstes Beispiel, oder die Ordnung der Schnittmuster, Bedienungsanleitungen etc. oder die der Bibliotheken oder die der Tagebücher etc. Und wenn man das richtig anwendet, kommt man dann in seinem Weltverhältnis sehr schnell nächste zu der Darstellung der entscheidenden Orientierung auf die Welt, nämlich dieses Wolkengeschiebe als eine Architektur zu erleben und nicht als eine Zufallsoperation von Wassermolekülen unter bestimmten Aggregatzuständen. Architektur des Himmels, obwohl niemand dahinter steht, der je darin eine Architektur sehen wollte, um sie hervorzubringen. Die aber uns notwendig war, als Architektur entsteht. Nächstes Beispiel, dann die Bewegung des Meeres, nämlich als ein Vorgang der ewigen gleichbleibenden Wiederholung, was ja bei uns durch Stricken desselben kleinen Motivs immer wieder entwickelt wird, fabelhafterweise. Eumeniden, das sind also diejenigen, die wir freundlich ansprechen. Eigentlich sind es die Orinien, das heißt die Schreckensgestalten des Scheiterns und des Todes, spricht man als die wohlmeinenden Eumeniden an. Und die sorgen dafür, dass nach dem Muster des Meeres, des ewigen gleichen Rauschen, unsere Weltbilder zustande kommen. Nächstes Beispiel. Oder hier die Seelenlandschaften, die jeweils kulturspezifisch, dieses jetzt der osteuropäische Raum, regelrecht ausgewiesen werden. Nächstes Beispiel. Oder eben der entsprechenden Adressaten für das, was die Menschen in der Kritik ihrer Wahrnehmung einbringen. Das wissen Sie, dass die Bäume Götter darstellten, also auch hier in unseren Regionen noch sehr weit gehen. Und dass man eigentlich alles, was man im Hinblick auf die Natur vortragen kann, den Bäumen und Pflanzen und Tieren selber vortragen muss. Da sind man dann Vorlesungen für Affen, für Hunde, das haben wir alles schon hinter uns zustande bringt, oder eben für Primeln und für Lindenbäume. Sehr interessant, den Unterschied einer Vorlesung für Affen und Lindenbäume zu sehen. Dies ist im Park von Berlin, glaube ich, ja. Ja, richtig. Nächstes Beispiel. Das sind dann die Begründungen der Erinnerung. Das ist olfaktorisch meistens vermittelt. Das kommt aus der kleinkindlichen Prägung durch den Geruchssinn der Identifizierung der Mutter, der sich fortsetzt. Und die höchste Ausprägung bei uns im Hinblick auf den Geruch des Flieders entwickelt hat. Vor allem um 1900 herum war das dominant. Nächstes Beispiel. Oder die, was Dürer festgestellt hat, die inwendige Prägung eines Menschen, inwendig voller Natur, voller Figur, zu sagen, was heißt eigentlich die innere Welt gegenüber der äußeren, nämlich die unendliche Angefülltheit, unstrukturierte Angefülltheit mit Figuren der Erinnerung, der Wünsche, der intentionalen Orientierung auf Zweckhalt, Handel etc. Nächstes Beispiel. Und dann das Gleiche natürlich mit der Orientierung auf die Bewegungsmuster. Man sich fragt, wie kamen in früherer Zeit die Leute auf die Idee,
den Weg von Hamburg nach Dortmund zu finden, obwohl es doch Dortmund gar nicht gab. Wie fanden die nach Dortmund einen Weg? Jetzt müssen Sie sich mal überlegen, was das bedeutet. Wir haben das mit Archäologen und Naturwissenschaftlern rekonstruiert für Nordrhein-Westfalen im Nachfolge der ursprünglichen Erzählungen, die die Siegfried-Geschichte darstellen. Also richtig, Ritter von Schaumburg heißt der Mann, der das bis in alle Einzelheiten auch naturwissenschaftlich evident gemacht hat. Weiter? Na gut, also machen wir Schluss für heute. Im März sehen Sie diesen Kanon und können den dann zu der entsprechenden Seminargebühr, das ist aus juristischen Gründen notwendig, für 20 Euro erwerben. Das ist immerhin so ein Brocken mit Tausenden von Beispielen dieser Art. Und darüber können wir dann unsere gemeinschaftliche Orientierung auf die Themen bestimmen. Vielen Dank für die Einladung und demnächst geht's weiter. Wir sehen uns unten.